Der Düsseldorfer Fotograf Philipp Himpendahl ist begeisterter Radsportler und verbindet gerne Job und Hobby, hat unter anderem die Tour de France fotografiert und ist selbst zuletzt von Wien nach Barcelona geradelt. Aber das ist alles nichts gegen das, was er jetzt vorhat, nämlich von hier, vom Nordkap nach Kapstadt, begleitet der 50-Jährige den Ultralangdistanzfahrer Jonas Deichmann. Deichmann will einen Rekord aufstellen und die 18.000 Kilometer in 75 Tagen schaffen. Letzte Station vor dem Abflug ans Nordkap, ein Fahrradladen in Düsseldorf. Keine 24 Stunden vor dem Start wird noch justiert. In dem Zustand hier, guck mal, kommt der an die Kurve. Immer, ja. Ich meine, das wird dich nerven bei so einer Strecke. Ja, klar, ja klar. Ja, wir müssen im letzten Moment doch noch ein paar Dinge ändern. Wir haben hier noch andere Reifen drauf und wir fahren jetzt ein Tubeless-System. Das ist also ohne Schlauch. Da kommt so eine Milch rein und dann dichtet sich das von selber ab. Für alle Fälle haben sie noch Ersatzschläuche, Pumpen und jedes winzige Teil dabei, das kaputt gehen könnte. Denn Radläden werden rar auf ihrer Strecke. Vom Nordkap geht's durch Russland und den Mittleren Osten nach Südafrika. Alles ohne Crew und ohne Begleitfahrzeug. So sind die Abenteurerregeln. Wie gefährlich ist das? Also sind natürlich ein paar heikle Länder dabei, insbesondere natürlich auch mit Konflikten. Also wir fahren durch Ex-Bürgerkrieg-Länder durch, Länder, wo auch aktuell wirklich Bürgerkrieg kommen könnte. Trotzdem sage ich immer, das Gefährlichste ist der Verkehr. Er weiß, wovon er spricht. Der Langstreckenprofi ist schon von Lissabon an die russische Pazifikküste geradelt und von Alaska nach Feuerland. Der Düsseldorfer Philipp Himpendahl saß bisher auf der Jagd nach solchen Bildern im Sattel. Tempo selbstbestimmt, Koffer immer in der Nähe. Jetzt geht's nach Jonas Disziplin. 250 Kilometer am Tag, 75 Tage lang. Keine Pause, keine Tiefs. Bei einer Magenverstimmung, die relativ realistisch mal passieren kann, dass was Falsches ist, da darf ich dann einen Tag im Windschatten fahren, also 250 Kilometer im Windschatten, das ist Magenverstimmung. Malaria gibt's ein bis zwei Ruhetage und dann geht's weiter. Genau. Sehr gut, dass du dir das auch gemerkt hast. Mit viel Humor und wenig Gepäck wollen sie Rekordzeit fahren. Ballast bremst. Deshalb gibt es nur drei kleine aerodynamische Taschen für jeden. Mehr nicht. Reicht für einen Satz Wechselklamotten, kleine Bordapotheke, Leichtzelt und was noch? Wir haben halt von allem wirklich das Allerleichteste und Beste. Das ist zum Beispiel eine Isomatte. Ne? Die ist mega bequem, hat nur den einen Nachteil, die kriegt schnell Löcher und knistert sehr laut nachts, aber die hat ein Packmaß und ein Gewicht, die wiegt nichts. Das ist das Handtuch, was wir dabei haben. Das muss reichen für zwei Personen. Aber wir gehen ja auch mal in Pension und da kann man da auch duschen. Ne? Also das ist, Mach dir Mut, den wird es brauchen. Sind die völlig durchgeknallt? Finde ich schon, ja. Also ein bisschen neidisch? Nö, weil im Moment fahre ich doch lieber von A nach B, aber habe dann einen schönen Platz, ein Hotel, was Leckeres zu essen und überlege mir dann, ob ich am nächsten Tag dann auch nochmal 250 fahren würde. Eine Frage, die für die beiden in den nächsten zwei Monaten einfach nicht zählt. Für sie geht's nur noch um Zeit, Strecke und gute Bilder. Die ersten vom Start am Nordkap sind schon online. Ja, heute sind die beiden bis Finnland gekommen. Wenn Sie den beiden folgen möchten, zwischen Magenverstimmung und Malaria, das geht auf Instagram. Und nach dieser Reise haben wir uns fest verabredet mit Himpendahl, dass er hierher kommt und uns von dieser fantastischen Reise erzählt.